Navia, Ayaka, Raiden oder doch Yoimiya? In Patch 4.3 kriegen wir endlich mal wieder einen neuen Geo-Charakter, und zwar die wunderschöne Navia. Ich habe schon vor Wochen ein Video zu Navia und dem Geo-Element gemacht und spekuliert, ob sie das Geo-Element wiederbeleben kann. Und in diesem Video reden wir über die Stärken und Skills von Navia, aber auch über die drei Reruns, die uns erwarten, um euch die Entscheidung ein wenig leichter zu machen, für wen ihr pullen solltet, falls ihr euch noch unsicher seid. Die Infos über Navia, die ich nutze, sind einzig und allein aus dem Genshin-Livestream zu Patch 4.3, also nutze ich für dieses Video auch keine Leaks. Ein vollständiger Guide erscheint dann zu Navia, sobald sie offiziell raus ist, und deswegen abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal, um keine Videos zu verpassen, und lasst auch ein Like da, wenn euch das Video gefällt, und nun viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir das Video mal mit der wunderschönen Anführerin der Spina di Rosula, und zwar Navia. Navia wird der neueste 5-Sterne-Geo-Charakter und sie nutzt einen Zweihänder. Aufgrund ihrer Fähigkeiten und dem Kit schätze ich, dass sie sowohl die Rolle als Main-DPS, aber auch die als Sub-DPS ausführen kann. Ihre Standardangriffe scheinen erstmal nichts Besonderes zu sein, außer dass sie echt cool aussehen. Spannender wird dann ihre Elementarfähigkeit, wo sie ihre Gunbrella nutzt, um Rosenkristallkugeln auf die Gegner zu feuern, womit sie Geoflächenschaden verursacht und welche die Usia-Arke enthält, falls das noch relevant ist. Nach dem Aktivieren ihrer Elementarfähigkeit verstärken sich Navias Standardangriffe, heftige Schläge und Angriffe aus dem Fall, die dann auch vom Element Geo sind und sich nicht überschreiben lassen können. Ihre Elementarfähigkeit könnt ihr aber nicht nur kurz drücken, sondern auch gedrückt halten, um auf weiteren Entfernungen besser auf eure Gegner zu zielen. Es gibt noch eine Möglichkeit, um Navias Elementarfähigkeit zu buffen, und dafür benötigt ihr kristallscharfe Splitter. Diese sammelt ihr durch die Reaktion Kristallisation ein, die durch die Reaktion mit Geo und jedem anderen Element außer Dendro und Anemo entstehen. Maximal könnt ihr 6 kristallscharfe Splitter einsammeln, um Navias Elementarfähigkeit bestmöglich zu verstärken. Was ich jetzt noch beobachten konnte und ziemlich geil finde, ist, dass die Kristalle durch die Reaktion Kristallisation zu Navia fliegen, wenn sie ihre Elementarfähigkeit gedrückt hält. So macht es das doch auf jeden Fall viel angenehmer, die Stacks zu sammeln. Was ich auch noch ziemlich gut finde, ist, dass Navia nicht wie andere Geo-Damage-Dealer auf Geo-Teams angewiesen ist, sondern ganz im Gegenteil. Um Kristallisation auszulösen, wollt ihr Reaktion mit anderen Elementen verursachen, um Navia zu buffen. Also nein zu Geo-Mono-Teams und ja zu allem anderen. Kommen wir als nächstes zu Navias Spezialfähigkeit, welche Rosula Dorata Salute heißt, womit sie ein massives Bombardement auf die Gegner vor ihr abfeuert. Diese verursacht in regelmäßigen Abständen Geo-Schaden, und Navia erhält in bestimmten Abständen kristallscharfe Splitter, wenn die Spezialfähigkeit einen Gegner trifft. Ein passives Talent sorgt noch dafür, dass Navia bei Erkundungsmissionen in Fontaine 25% mehr Belohnung bekommt, wenn sie 20 Stunden erkundet. Yippie! Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie gut wird ihr Schaden und wie wird man sie letztendlich in Teams einbinden? Wird sie mit ihren Standardangriffen wirklich ausreichend Geo-Schaden verursachen, sodass sie ein solider Geo-Main-DPS sein wird im Vergleich zu zum Beispiel Ito oder Noelle? Oder wird ihr Spielstil mehr so, dass wir nur die Elementarfähigkeit nutzen, Spezialfähigkeit und dann eigentlich direkt auswechseln? Warten wir auf jeden Fall mal ab, bis sie offiziell erschienen ist und wir alle selber testen können. Eines kann ich aber definitiv sagen, ich bin super happy über einen neuen weiblichen Geo-Charakter und es freut mich auch riesig, dass sie nicht nur in reinen Geo-Teams super funktionieren wird. Außerdem werde ich den Gedanken nicht los, dass Navia die Waffe geklaut hat, und zwar von... Ich bin die Sünde des Hochmuts der 7 Deadly Sins. Ich bin Lion Sin Escanor. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wer auch daran denken musste. Aber Navia ist auf jeden Fall ein wunderschöner Charakter, und wisst ihr, was auch noch wunderschön ist? Die Neuigkeiten von meinem Partner Uwu. Falls ihr Uwu noch nicht probiert habt, müsst ihr das unbedingt nachholen. Denn wie die Community sich gewünscht hat, gibt es jetzt Mixpacks zu bestellen, wo jede Sorte 4-mal dabei ist. So könnt ihr jetzt optimal jede Sorte probieren, ohne euch direkt eine ganze Palette kaufen zu müssen. Außerdem ist Uwu vielleicht auch noch eure Rettung, falls ihr ein Weihnachtsgeschenk für eure Freunde sucht, die auf einen geilen Geschmack und auch auf Anime stehen. Ich habe mir jetzt jede Sorte auch mindestens einmal ins Regal gestellt, weil die laserbedruckten Dosen und die einzigartigen Charaktere total schick sind und was hergeben. Checkt auch gerne mein Tasting-Video ab, welches ich mit meiner Frau gemacht habe, und für mehr Infos besucht die Uwu-Seite, welche ich euch einmal verlinken werde. Denkt auch daran, meinen Code MW94 zu benutzen, um 5% bei eurem Einkauf zu sparen und mich zusätzlich zu unterstützen. Kuss geht wie immer raus, und weiter geht es mit dem Video. Kommen wir als nächstes zu unserer geliebten Kamisato Ayaka. Ayaka ist ein 5-Sterne-Cryo-Charakter und sie nutzt einen Einhänder. Ich bin mir sicher, dass viele sie bereits besitzen, da Ayaka schon häufiger an Bannern aufgetaucht ist, und vor über 2 Jahren, als Genshin aufgrund der Pandemie keinen neuen Banner releasen konnte,
der Ayaka-Banner in Patch 2.6 einfach extrem lange ging. Sie gehört zu einem der beliebtesten Charaktere und die Rolle als Main DPS füllt sie perfekt aus. Ayaka ist an sich einfach zu spielen, aber um sie zu meistern, braucht man vielleicht ein wenig Übung. Ihre Standardangriffe verursachen im normalen Zustand physischen Schaden, aber sobald ihr mit ihr sprintet, verwandeln sich ihre Standardangriffe und bekommen das Cryo-Attribut. Die Elementarfähigkeit ist ebenfalls einfach erklärt, denn damit beschwört sie eine Blüte, welche Cryo-Flächenschaden verursacht. Mit der Spezialfähigkeit Kamisato-Stil Sumetsu vernichtet ihr Bosse innerhalb von Sekunden. Diese Spezialfähigkeit ist verdammt stark, wenn sie den Gegner vollständig trifft. Je nachdem wie ihr euch positioniert, kann das nämlich auch ganz schnell mal daneben gehen, weswegen Ayaka auch gerne in Freeze-Teams genutzt wird, damit die Gegner der Spezialfähigkeit nicht ausweichen können. Warum sie einfach zu spielen ist, aber schwierig zu meistern, liegt an ihrer Rotation. Aufgrund ihrer passiven Fähigkeiten beginnt man bei Ayaka immer mit der Elementarfähigkeit, um ihre Standardangriffe zu buffen. Anschließend dasht ihr durch die Gegner kurz durch, um nicht nur das Cryo-Attribut auf euren Angriffen zu kriegen, sondern auch den Cryo-Schaden für 10 Sekunden lang um 18% zu erhöhen und zum Schluss kommt dann die Spezialfähigkeit. Beim Build von Ayaka wählt ihr den normalen DPS-Weg. Das heißt, ihr wollt Angriff, kritischen Schaden und je nachdem, welches Set ihr nutzt, viel kritische Trefferrate. Nutzt ihr aber 4 Teile im Schnee ihrer Recke, erhöht ihr eure kritische Trefferrate durch das Set enorm. Vor allem, wenn Gegner eingefroren sind. Das heißt, da könnt ihr euch bei den Stats mehr auf Angriff und kritischen Schaden fokussieren. Der Nachteil, wenn ihr dieses Set farmt und auf Ayaka spielen möchtet, ist, dass ihr dann an Freeze-Teams mehr oder weniger gebunden seid, um am meisten von diesem Set zu profitieren. Alternativ könnt ihr Ayaka auch zweimal das Cryo-Set geben für mehr erhöhten Cryo-Schaden und zweimal ein Set, welches euch Angriff gibt. So nutze ich sie zum Beispiel persönlich. Aufladerate solltet ihr ebenfalls durch eure Subsets mitnehmen, wenn möglich, da ihr Ayakas Spezialfähigkeit immer schnellstmöglich für den meisten Damage-Output nutzt. Möchtet. Es gibt bei ihren Waffen sehr viele gute 4- und 5-Sterne-Optionen, die ihr nutzen könnt und somit ist sie auch sehr Free-to-Play-freundlich. Schaut euch auf jeden Fall auch gerne meinen Ayaka-Guide an, falls ihr weitere Tipps zu ihr haben möchtet. Kurz gesagt ist Ayaka definitiv ein starker Main-DPS, mit dem man nichts falsch machen kann. Sie spielt sich anders als viele andere Charaktere und macht extrem Spaß. Außerdem gibt es meiner Meinung nach einen echt schönen Skin für sie, falls ihr auf sowas persönlich steht. Weiter geht es mit unserem Elektro-Archon Shogun Raiden und hier möchte ich zu Beginn direkt mal was erwähnen. Ich habe vor wenigen Wochen bei einem Streamer Abyss-Turnier von Cryhunter mitgemacht und habe mich dort bis an die Spitze gekämpft und letztendlich auch gewonnen. Ohne meine Raiden, die auf C2 ist, wäre das wohl nicht möglich gewesen. Ihr könnt euch das ganze Turnier gerne mal auf seinem Kanal anschauen, weil diese Runden einfach total spannend waren und meine Raiden hat dort ordentlich rasiert. Aber nun weiter zum Video. Raiden Shogun ist ein 5-Sterne-Charakter vom Element Elektro und sie nutzt einen Speer. Sie ist einer der mächtigsten Charaktere im Spiel und das liegt daran, dass sie nicht nur gut Schaden austeilen kann, sondern auch gut das Elektro-Element auf die Gegner verteilt und zusätzlich noch die Spezialfähigkeiten eurer Truppenmitglieder schneller aufladen kann. Ihre Talente sind an sich einfach erklärt. Ihr nutzt ihre Elementarfähigkeit, wechselt sie dann aus, um alle Spezialfähigkeiten eurer Truppenmitglieder zu nutzen und zum Schluss nutzt ihr dann auch die von Raiden. Ich glaube, die Animation von Raidens Spezialfähigkeit ist für einige schon ein Grund, sie zu pullen, falls ihr sie zumindest noch nicht habt. Warum ihr Raidens Spezialfähigkeit immer zum Schluss nutzen möchtet, ist auch einfach erklärt. Wenn eure Truppenmitglieder ihre Spezialfähigkeit verwenden, sammelt ihr mit Raiden Chakra-Stacks, die ihre Spezialfähigkeit verstärken. Dabei sind die Kosten der Spezialfähigkeit der Truppenmitglieder ebenfalls wichtig und spielen eine Rolle, denn umso mehr Energie sie brauchen und beim Aktivieren dann verbrauchen, umso mehr Chakra-Stacks bekommt Raiden auf ihre Spezialfähigkeit. Es macht also mehr Sinn, Raiden mit Charakteren zu kombinieren, welche für ihre Spezialfähigkeit viel Energie benötigen, wie zum Beispiel Yaimiko, die 90 Elementarenergie braucht für ihre Spezialfähigkeit, anstatt zum Beispiel einem Zhongli, der nur 40 benötigt. Wenn ihr Raiden selber aktiv auf dem Feld habt, seht ihr auch anhand von dem Kreis hinter ihr, wie weit ihre Spezialfähigkeit aufgeladen ist. Aber nicht nur deswegen wollt ihr Raidens Spezialfähigkeit zuletzt nutzen, sondern auch, weil sie während ihrer Spezialfähigkeit Elementarenergie für sich und ihre Truppenmitglieder regenerieren kann. Beim Bauen von eurer Raiden wollt ihr definitiv 4 Teile Wappen des getrennten Schicksals für sie farmen, und neben kritische Trefferrate und kritischen Schaden ist bei ihr Aufladerate der wichtigste Stat. Dort wollt ihr mindestens 220% und wenn ihr ihre eigene Waffe habt, sogar 260-270%. Bei den Waffen gibt es glücklicherweise eine super Free-to-Play-Option und das wäre die Waffe der Fang, welche ihr euch kostenlos durch Angeln erspielen könnt. Diese Waffe ist die beste 4-Sterne-Waffe auf ihr und teilweise auch besser als einige 5-Sterne-Alternativen. Dadurch, dass Raidens Elementarfähigkeit 25 Sekunden aktiv ist, wird sie seitdem das Dendro-Element erschienen ist auch sehr gerne in Hyperloom-Teams gespielt
um das Elektroelement für die Reaktion zu triggern. In dem Fall wollt ihr einfach nur so viel Elementarkunde auf ihr wie möglich haben, damit die Hyperbloom-Reaktion so viel Schaden wie möglich verursacht. Bei diesem Spielstil nutzt ihr aber auch wirklich nur die Elementarfähigkeit und mehr nicht. Das heißt, keine tolle Buba-Animation mehr für euch. Aber so oder so funktioniert Raiden bis heute immer noch sehr gut und sie ist ein Monster in dem, was sie gut kann und deswegen gibt es von mir hier eine klare Pull-Empfehlung, falls ihr Raiden noch nicht besitzt. Kommen wir zu guter Letzt zu Yoimiya, unserer Feuerwerksexpertin. Yoimiya ist ein 5-Sterne-Charakter vom Element Pyro und sie nutzt einen Bogen. Sie ist total einfach zu spielen und auch einfach erklärt, denn ihr nutzt quasi nur ihre Elementarfähigkeit und spammt anschließend die linke Maustaste. Das war's. Nein, Spaß. Natürlich gehen wir auch hier etwas genauer auf ihr Kit ein und auch bei Yoimiya zeige ich euch ihre Stärken. Yoimiya ist im Vergleich zu den anderen meisten Bogencharakteren jemand, bei der man tatsächlich nicht die aufgeladenen Schüsse nutzen möchte. Durch das Aktivieren der Elementarfähigkeit wandeln sich ihre Pfeile um und werden Brandpfeile, welche dann Pyroschaden verursachen. Die Brandpfeile bleiben dann für 10 Sekunden aktiv und es gibt einige Charaktere, mit denen Yoimiyas Angriffe wundervoll harmonieren. Die wohl beliebtesten Truppenmitglieder für Yoimiya sind Shinshu und oder Yelan. Dadurch, dass beide dafür sorgen können, dass bei Standardangriffen Hydroangriffe mitgeschossen werden, kann Yoimiya hervorragend die Reaktion Verdampfen auslösen und ziemlich guten Schaden verursachen. Wichtig bei Yoimiya ist ebenfalls, dass beim Spam der Standardangriffe der dritte und auch fünfte Schuss am meisten Schaden verursachen und man deswegen beim Angreifen eine Angriffsrotation durchziehen möchte und nicht jedes Mal ausweichen will. Das Problem ist aber natürlich, dass einige Gegner sie schnell mal weghauen, weswegen es sicherer für Yoimiya ist, wenn man sie mit einem Schildcharakter kombiniert. Ein Schild ist aber natürlich auch kein Muss und weitere richtig gute Teampartner für sie wären noch Bennett, welcher ihren Angriff bufft und sie heilt, Beidou, welcher ein kleines Schild gibt und für Overlord-Reaktionen sorgen kann und zu guter Letzt noch Yunjin, die Yoimiyas Angriffsgeschwindigkeit erhöhen kann, womit sie ihre Rotation schneller durchbekommt. Je nach Gegner hat man hier natürlich viel Spielraum und kann natürlich noch viel mehr nutzen. Kommen wir jetzt noch zu ihrer Spezialfähigkeit, die nicht wirklich der Bringer ist. Yoimiya zündet ein Feuerwerk und verursacht Pyroflächenschaden. Dabei markiert sie einen Gegner, der zusätzlich kleine Explosionen verursacht, wenn er von anderen Truppenmitgliedern angegriffen wird. Sobald der Gegner stirbt, springt die Fähigkeit noch auf einen nahegelegenen Gegner rüber. Die Fähigkeit ist definitiv nett zu haben und gut für zusätzliche Reaktionen, aber großen Schaden könnt ihr damit nicht verursachen. Beim Bauen wollt ihr Yoimiya entweder vierteilige Dinge an Shiminawa, brennende Pyrohexe geben oder einen Mix aus beiden Sets. Und bei den Waffen gibt es ebenfalls einige gute Optionen für sie. Schaut euch dafür auf jeden Fall mal gerne meinen Yoimiya Guide an, denn dort gebe ich euch auch noch weitere Tipps. Yoimiya ist auf jeden Fall ein super Pyro Main DPS Charakter und es macht echt viel Spaß mit ihr zu spielen und zu kämpfen. Jedoch ist sie im Vergleich zu den anderen Pyro Main DPS wie Xiangling, Hu Tao oder auch Linei irgendwie sehr schwach geworden. Sie ist auf jeden Fall stärker gegen einzelne Bosse, aber performt nicht so gut gegen mehrere Gegner. Nichtsdestotrotz spiele ich sie unheimlich gerne, wenn ich sie auf jeden Fall mal spiele. Inzwischen gibt es ja so viele Charaktere. Und wenn euch der Spielstil zusagt, solltet ihr sie euch definitiv zulegen. Aber müsste ich mich jetzt von den 4 Charakteren entscheiden, wäre Yoimiya möglicherweise an letzter Stelle gewesen und Raiden definitiv an erster. Aber so richtig warnen muss ich euch hierfür keinen Charakter, denn jeder erfüllt seine Rolle gut und macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick über die Charaktere verschaffen und ihr wisst vielleicht jetzt etwas eher, wo ihr eure ersparten Primo Gems ausgeben möchtet. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und macht's gut. Ciao.